Hi, das ist No Cut Malt mit Cotti. Und heute habe ich einen Single Malt aus einer meiner Lieblingsbrennereien. Und zwar habe ich einen Single Malt aus der Speyside, den Glenmorangie Sherry Cask Finish. Ja, auch mal wieder ein, wo nicht mehr viel drin ist. Ich fand den richtig gut. Ja. Haben wir jetzt auch schon mit, ich hatte Besuch und dann haben wir den fast leer gemacht. Bisschen konnte ich noch retten. Für euch, für eine Verkostung. Schenkt mal schon mal ein bisschen was ein, dann erzähle ich was dazu. So ein bisschen, dass noch etwas überbleibt. Der riecht richtig lecker. Ja, Single Malt, Scotch Whisky. Von Glenmorangie aus Elgin aus der Speyside. Sherry Cask Finish ist jetzt auch im neuen Design, wie man sieht. Ne? Ich habe das auch schon mal vorgestellt. Die Flasche habe ich schon mal vorgestellt. Hat logischerweise nur 40%. Bei so günstigen Whiskys ist das halt so. Der kostet unter 25 Euro. Ja. Natürlich gefärbt, natürlich kühl gefiltert, aber ich finde, das Design hat sich echt zum Besseren gewandelt. Es sah schon immer gut aus, aber jetzt hier mit dem Design sieht das natürlich noch viel besser aus. Ja, ziemlich günstig. Ich mag die Brennerei, weil die haben natürlich wegen dem Preis, klar, die kosten alle nicht viel, aber die haben auch super Abfüllungen, alle möglichen Weine, Rotwein, Weißwein, gibt echt tolle Sachen. Und ich mag die Brennerei, wie gesagt, sehr. Und jetzt kommen wir direkt flott zum Verriechen. Nase rein, Tester sein. Ja, sehr süß. Dunkle Früchte, Sherry halt, Sherryfass. Sherryfass Finish, ne? Nicht Vollreifung, Finish. Trockene Früchte, dunkle Früchte, Pflaumen, Rosinen. Hat eine Honignote. Das ist bei Glenmorangie auch nicht so ungewöhnlich, da gibt es einige, die diese Honig, vielleicht Karamellnote haben. Sehr süß. Und ich finde, der hat richtig viel Zimt. Pflaume und Zimt. Und Honig. Nicht unbedingt etwas für die warme Jahreszeit. Aber kann man sich gönnen. Erinnert mich jetzt an so ein. Meine Frau hat mal Weihnachten oder vor Weihnachten so einen Tee gekauft. Weihnachtstee mit Pflaume, mit Zimt. Und so riecht der. Der riecht wie dieser Tee. Wirklich nichts für eine warme Jahreszeit. Aber jetzt haben wir eh schlechtes Wetter. Wir haben Regen. Ja, es ist wieder kalt geworden im April. Und da kann man sich sowas durchaus wieder schmecken lassen. Also sehr süß, honiglastig, Zimt. Pflaumen, Rosinen. Gar nicht mal so unspektakulär für so einen günstigen. Finde ich auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall, den zu kaufen. Ja, Slansche.
Schön mild, brennt nicht. Klar, bei 40% sollte der auch nicht brennen. Aber er kribbelt so ganz leicht auf der Zunge. Hat so einen leichten, herben, bitteren Abgang. Aber im Großen und Ganzen auch hier wieder eine Süße. Diese dunklen Früchte. Vielleicht noch etwas Zimt, aber Honig habe ich hier nicht mehr im Mund. In der Nase deutlich Honig. Hier eher nicht. Aber eine schöne Süße, hat einen längeren Abgang, ist nicht sofort weg. Richtig angenehmer, milder Kollege. Und für den Preis kann man natürlich nicht meckern. Für den Preis hat man auf jeden Fall alles richtig gemacht. Richtig leckerer, angenehmer Kollege. Kann ich wieder nichts Schlechtes drüber sagen. Wie steht ihr zu Glenmorangie? Schreibt mir das in die Kommentare. Hat natürlich so einen Supermarkt-Touch, klar. Bei dem Preis, man findet den in jedem Supermarkt. Bei Rewe habe ich den sogar schon mal als Eigenmarke gesehen. Da hatten die hier auf dem Karton, jetzt nicht unbedingt hier Sherry Cask, aber den Elgin Classic. Da ist hier nochmal das Logo von Rewe abgedruckt. Da verkaufen die den so ein bisschen als Eigenmarke. Aber ich finde, der ist top. Als Supermarkt-Whisky verschrien, ist klar, bei dem Preis, man kriegt den wie gesagt überall. Aber das heißt auch, dass man den immer zu einem super Preis bekommt. Und empfehlen kann ich den allemal immer. Ja, das war's für heute. Abonnieren nicht vergessen, Kommentare nicht vergessen, das war's. Vielen Dank. Ciao.